Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Go Video. Es ist kein, hallo Hypno, ja, es ist kein Let's Play im eigentlichen Sinne. Ein Tutorial ist es ebenfalls nicht. Ich würde es jetzt sowas wie ein kleines Infovideo, ja, ich würde es als kleines Infovideo betiteln. Und ja, wie der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen hat, gab es ja letztens erst ein wunderschönes Update, und zwar das Update 0.35.0 für Android bzw. 1.5.0 für Apple-Geräte. Und dieses Update hat unter anderem die Bewertungsfunktion eingeführt. Das heißt, die Teamleader, die spielen jetzt eine sehr wichtige Rolle und stehen uns mit Rat und Tat zur Seite. Und ich habe mich da so ein bisschen belesen im Internet, denn ich kann es dir mal kurz vorführen. Anhand dieses Kokunas, warum nicht? Ich bin ja Team Blau, also wird Blanche mir da zur Seite stehen. Und ja, ich möchte es analysieren. Dein Kokuna ist insgesamt ein gutes Pokémon. Seine beste Eigenschaft ist offensichtlich sein Verteidigungswert. Das ist schon eindeutig. Und seine Werte sind so hoch, dass ich sie gar nicht berechnen kann. Unglaublich. Dein Kokuna ist winziger als alle, die wir bisher erfasst haben. Erstaunlich. Meine Analyse ist damit abgeschlossen. Bis dann. Ja, das war jetzt eine ziemliche Bandbreite an Informationen und ja, so richtig kann man damit noch nichts anfangen. Aber wie gesagt, ich habe im Internet ein bisschen geforstet, habe da eine relativ gute Zusammenfassung entdeckt und diese Zusammenfassung, was jetzt quasi die Teamleader sagen und wie das im Endeffekt aufgeschlüsselt ist, werde ich euch in die Beschreibung stecken, damit ihr es euch selber mal ansehen könnt. Genauso werde ich selbstverständlich auch die Quellenangabe geben, beziehungsweise ich werde den Link euch ebenfalls in die Beschreibung machen. Denn außer diese Tabelle, ich nenne es mir jetzt mal einfach Tabelle, stehen auch noch andere nette themenbezogene Dinge da, die ihr euch dann selbstverständlich auch gerne an lesen bzw. durchlesen könnt. Und damit das Video jetzt nicht zu lang wird, werde ich noch ein Pokémon raussuchen und euch dann erklären, wie das Ganze so ein bisschen funktioniert. Und wie gesagt, was die Mitglieder dann sagen zu den bestimmten Werten. Das ist dann wirklich von Team zu Team unterschiedlich. Nein, dieses Nidoran nicht. Ich habe Lust auf das Pummeluff. Gut, das war jetzt genug des Spielens. Spieltrieb ist sozusagen jetzt ein bisschen ausgelebt. Ja, wir gehen einfach mal zur Bewertung. Und ja, ich möchte. Hier steht, dein Pummeluff ist insgesamt ein erstaunlich. Ja, ich kann nicht mehr lesen, es tut mir leid. Dein Pummeluff ist insgesamt einfach erstaunlich. Wirklich ein atemberaubendes Exemplar. Gut, gehen wir jetzt zur Tabelle. Und wenn Blanche das sagt, dann bedeutet das, dass das Pokémon, also dass der Wert zwischen 82% bis 100% liegt. Das heißt, das ist schon ganz gut mit den kombinierten IVs. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ja, IVs. Naja, das ist schon mal nicht schlecht. Würde der Wert jetzt darunter liegen, würden dementsprechend auch die Sätze variieren. Das heißt, bei 67% bis 80% würde sie sagen, dein Pummeluff ist mir insgesamt wirklich aufgefallen. Liegt es so im Mittelfeld zwischen 51% bis 64%, würde sie sagen, dein Pummeluff ist insgesamt ein gutes Pokémon. Und ja, ist das Pokémon dann nicht ganz so gut,
Oder ja, naja, dient er zur Zierde. Also zwischen 0% bis 49% würde sie sagen, dein Pummeluff wird im Kampf insgesamt wahrscheinlich keine großen Fortschritte machen. Soweit, so gut. Das wäre jetzt das, was zumindest Blanche sagen würde. Wie gesagt, es variiert von Team zu Team. Könnt gerne in die Tabelle schauen oder einfach mal auf den Link klicken, da ist dann auch alles beschrieben. Und wir klicken einfach mal weiter. Seine beste Eigenschaft ist offensichtlich sein KP-Wert. Das klingt ja ganz einleuchtend, also da braucht man, glaube ich, nicht viel hineininterpretieren. Und dann sagt sie, ich muss sagen, dass ich von seinen Werten sehr beeindruckt bin. Und das ist schon mal ganz gut. Denn das bedeutet im Klartext, wenn Blanche das sagt, dass bei den Aussagen zu den einzelnen Werten mindestens einer der IV-Werte bei 13 oder 14 liegt und andere gleich sind oder eben darunter liegen. Also dieses Pummeluff ist schon gar nicht mal so verkehrt. Also es könnte ziemlich stark werden, denke ich, als Knuddeluff. Dann später. Und würde jetzt das Maximum erreicht werden bei einem der Werte, zum Beispiel, würde sie sagen, seine Werte sind so hoch, dass ich sie gar nicht berechnen kann. Unglaublich. Denn wie gesagt, das heißt dann, mindestens einer der IV-Werte ist auf Maximum, also 15. Und die anderen Werte sind entweder gleich oder darunter. Würde der Wert dann einer der Werte zwischen 8 bis 12 liegen, würde sie sagen, seine Werte sind recht beeindruckend. Und ja, wenn das Pokémon, naja, so IV-Werte zwischen 0 bis 7 hätte, dann würde sie sagen, seine Werte sind insgesamt ganz okay. Ja. Die Analyse ist abgeschlossen, finde ich gut und wie gesagt, das Video soll ja bloß ein kleines Infovideo sein und zu den einzelnen anderen Dingen, die dann die Teammitglieder sagen, könnt ihr wie gesagt gerne in diese Tabelle schauen, wo alles so wunderschön aufgeschlüsselt ist und euch auch mal gerne die Seite ansehen. Es ist ziemlich interessant, finde ich gut, dass es sowas gibt und ja, wo man das entschlüsseln kann. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe den ein oder anderen mit dieser Information etwas weiterhelfen können, sich in diesem IV-Werte-Dschungel zurechtzufinden. Und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar dalassen. Und ja, ein Däumchen nach oben würde mich natürlich freuen, genauso wie ein Abo. In diesem Sinne, danke fürs Reinschalten und ciao!